So, hallo, wir machen weiter bei Infernum. Letztes Mal haben wir die Fortsetzung von dem Eis-Level, könnte man sagen, gespielt und ein Ballon-Level. Und jetzt geht's... Und die intendierte Version des Schlosses. Stimmt. Von vor zwei oder drei Parts. Stimmt, das auch. Und ich würde dir empfehlen, dass du dieses Level nicht spielst, sondern erstmal den unteren Weg weitermachst, es sei denn, du willst beim Puzzle allein gelassen werden. Nö, muss nicht sein. Okay, dann gehen wir erst runter. Also das hier? Richtig. Okay. Dann auf geht's. Ich habe den Levelnamen nicht gelesen. Vorago Lubrica. Der trügerische Abgrund. Aua. Na, So, da muss ich jetzt mit B. Ach so, ich verstehe. Das ist so, man soll denken, da ist nichts, aber da ist was. Mhm. Richtig. Gut. So gesehen auch ein Glitch, der hier angewendet wird, den du aber ja nicht weiter beachten musst. Ach, das ist ein Glitch? Ist da dann immer was oder nur einmal? Weil ich so... Oh, lol. Ah, okay, interessant. Da ist also immer was. Du kennst doch sicherlich noch das Porten mit den grünen Bohnen, richtig? Ist das dann so, dass da praktisch oben am Rand was ist und das Spiel denkt, das ist da unten oder so? Richtig. Ah, okay. Das kann man nämlich nicht nur mit diesen grünen Bohnen machen, sondern auch mit Wigglern. Dann verstehe ich das. Das hast du in Cruella 1 übrigens auch schon mal nutzen müssen, diese Mechanik. Das ist gut möglich. In Padiga Caverno, um genau zu sein, kommt dieser Glitch zum Beispiel vor. Ja, genau den Levelnamen hätte ich jetzt natürlich auch noch gewusst. Oh, Mega Man-Musik. Mega Man, ist das dein Ernst? Was habe ich gesagt? Moment. Du hast Mega Man gesagt. Oh Gott, was ist denn da? Ah, nee, es ist nicht Mega Man. Ich hatte was an. Ah, oh, aber ich kenn's. Ja, vielleicht kommt's dir noch. Oh Gott, nein, das ist nicht Mega. Das ist irgend so ein RPG gewesen, glaube ich. RPG, natürlich. Bin ich denn dumm? Oh, ich habe so viel. Es gibt so viele Lieder mittlerweile, die ich nicht mehr zuordnen kann. Ich kenne das Lied doch. Jetzt muss ich erstmal drauf kommen, was das ist. Moment. Oh, wo spielt das denn? Spielt gerade komplett in meinem Kopf ab, das ganze Lied. Ja, normalerweise auch nicht im Dreivierteltakt geschrieben, aber. Ach ja, Castlevania, mein Gott, bin ich dumm. Jetzt hab ich's aber. Hier Bloody Tears, ne? Richtig. Kam ich denn auf Mega Man, mein Gott. Wait, ich muss hier B. Ah, hier ist, ich sehe. Da ist eine Lücke, so. Ja, wenigstens funktionieren deine Augen besser als dein Gedächtnis. Es gibt einfach so viele Lieder technisch, es ist Wahnsinn. Wie viele ikonische Lieder es schon gibt, die man halt erkennt, aber nicht direkt zuordnen kann. Weil das Lied komplett mitsummen hätte ich können, ich konnte es nur dem Spiel nicht zuordnen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ah, so. Jetzt, Alter. Sag ich das denn noch? Ich habe das heute eigentlich noch überhaupt nicht gesagt und jetzt plötzlich in dieser Aufnahme sage ich das die ganze Zeit. Na, mit wie vielen Menschen hast du denn heute schon so gesprochen? Ja, eben, mit niemandem. Dann besteht ja auch kein Grund, Etzela zu sagen. Ja, aber ich sag's ja auch ansonsten eigentlich auch nicht in den Aufnahmen. Das ist. Kommt gerade ganz komisch, wo das herkommt. Ah! Okay. Oh, stopp, okay. Moment, der fährt weiter. Der geht nur in eine Richtung. Ah, da muss ich schnell sein. Ja, wait.
muss ich trotzdem einmal warten und dann springen. Okay, verstanden. Du kommst. Okay, ja, so ist auch gut. So ist auch gut. Da kann ich in Ruhe staten. Gut. Wait, ich muss den mitnehmen, oder? Nein. Weil ich komme ja mit dem... Ach so, ich mache mit dem einen auf und mit dem Viech komme ich dann durch. Ja, weil ich kann ja nur einmal drauf springen. Ergibt Sinn. Mist. Mist. Jetzt aber, nein. Ja, ganz schön schwierig, die Stelle. Unglaublich. Jetzt aber. Nein, ich hab nicht... Oh. Es wäre auf jeden Fall eine Stelle, in der ich wieder ganz schön lange sterben würde. Oft. Wenn ich das jetzt... Also, ich sterbe ja auch so oft, aber wenn ich das jetzt sozusagen ohne Stage spielen würde, wäre das definitiv eine Stelle, an der ich... Oh je. viele Tode lassen würde. Höchstwahrscheinlich. So. Uff. Schwierige Geburt. Ah. Okay, mag ich die Stelle. Die war schön. So, wo ist die 1? Ach, da. Okay. Ja, wir gucken mal, was passiert. 1. Ja. Okay. Ah! Ja, hallöchen. Ach so, und dann... Ah, okay. Also 1... 2, 3, Mist. Könnte übrigens sein, dass die Stelle nicht funktioniert. Ach so. Gut. Ich glaube, ich weiß schon, warum du meinst. Weil ich bin nämlich auch gerade bei der 4 runtergefallen und das soll wahrscheinlich nicht passieren. Ah doch, es geht. Es geht. Falls so jemand in den Kommentaren weiß, warum man da manchmal runterfällt und manchmal nicht, ich bin für eine Antwort sehr dankbar. Ich habe es bisher noch nicht rausgefunden. Ja, ich bin vorhin auch einmal runtergefallen. Ich glaube, das ist einfach bestimmt irgend so ein Pixel-Ding. Oh, jetzt fahren wir Auto. Nein, nicht ganz. Und am besten gehst du nach unten und nicht in dieses Level. Okay. Dann verlassen wir gleich. Du hast gerade auch eine Ranke nach unten erhalten. Dann verlassen wir Fiat gleich wieder. Oh, okay. Ah, Sierra Hispania ist neu. Ja, das Level dürftest du auch noch kennen. Oh! Vielleicht ist der Vergnügungspark ja in Erinnerung geblieben. Das kommt mir durchaus bekannt vor und ich glaube auch, dass ich da ziemlich lange mich angestellt habe. Wie war denn das? Geht das hoch nochmal? Nee, oh Gott, wie war das denn? Hilfe. Ah nee, ich muss springen. Man kann aus dem Wasser sogar rausspringen, eine ganz neue Mechanik in dem Spiel. Ja, ja, ich muss halt so springen, dass ich auch den Cooper erwische. Ich muss lange warten, auf jeden Fall. Aber nicht zu lange. Ach, blöder Schlüssel, geh. So, jetzt, ja, und dann hier und dann, da drauf und dann darüber. Das war ein ziemlich stressiges Level, glaube ich. Merk's auch wieder. Da gab es einige interessante Stellen, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele davon noch drin sind und wie viel du gekürzt hast. Du hast ja viel gekürzt, hast ja, haben wir ja schon gesehen. Auch das Level mit denen, mit diesen Wassersäulen, die ich links und rechts steuern muss. Das war ja auch deutlich kürzer, glaube ich. Richtig, Aqua Arcana darin, da sollten wir übrigens auch nochmal zurückgehen. Oh. Da hast du auch ein Secret übersehen. Ah, ein Secret, okay. Das werden wir uns doch angucken. No! Yes. Da kommt doch so eine Kugel runter. Genau. Du kannst du übrigens auch oben links hoch, aber musst du nicht.
So ist übrigens auch schlecht. Ich wollte gerade sagen, irgendwas passt hier nicht. Ach so, ich muss stoppen. Wie stoppe ich denn jetzt da? Ja, moin. Okay. Aber an sich ist das Safe State in Ordnung. Aber ich muss ja trotzdem irgendwie jetzt den Goomba mitnehmen können. Ja, ganz schwierige Frage, wie das funktioniert. Na, soll ich in die Wand mich dingsen? Nee, ne? Das wäre. Das ist sogar gepatcht worden, dass du das gerade nicht kannst. Das wäre ein Glitch, okay. Wie soll ich denn dann hier anhalten? Ich meine, da oben war, konnte ich kurz stehen auf dem, bei dem Ding, wo die Röhre ist, aber das ist ja auch nicht. Das soll ja Secret sein, also das soll ja nicht so gedacht sein dann. Richtig. Hä, wo kann ich denn dann stehen? Mach den Goomba einfach nochmal kaputt und schau dir an, was danach passiert. Das Wasser steigt höher. Hm? Ach. Ja. Ergibt Sinn. Ja, wahrscheinlich schon wieder ein 20-Minuten-Part geworden ohne meinen Kommentar. Zu bald. Oh mein Gott. Nein, zu bald immer noch. Jetzt aber. Sehr schön. Aua. 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 No, Goomba. Wait, ich brauch dich. Übrigens agiert ein Goomba wie ein Bob-Omb. Zumindest was den Stunt-Timer betrifft. Ja, er passt ja eigentlich. Ich muss ihn nur in die Lücke befördern. So. Ah, ich muss ihn loslassen. Ja, ich habe gerade gesagt, er fällt wie ein Bob-Omb. Und ja, ich hab's. Ja, hat ein bisschen gedauert. Vorigen Level schon mal. Soll ich die da einsperren? Was für einen Sinn hat diese Schere? Ups. Hä? Okay. Ach so, die kommt jetzt da raus. Ja, was für einen Sinn hat diese Shell? Ich weiß ja nicht. Eventuell hat sich der Autor sogar was dabei gedacht. Bissel was, ja. Das war nicht. Den muss ich safe behalten. Nein, musst du nicht. Kannst du auch gar nicht. Ah, das geht gar nicht. Stimmt. Huch! Da kommt der zweite. Okay. Gut, da habe ich mich ja wieder sehr geskillt durchgesaved durch den Part. Ja, du hast vorhin ja übrigens auch schon zwei Sägen. Hier ist das Secret jetzt da oben. Da ist das andere, dieses. Brauchen wir gar nicht mehr zeigen. Das ist gleich wie sonst auch, ne? Das ist das gleiche wie vorhin, ja, aber nicht mehr das gleiche wie in der 2018er Demo. Ach so, okay, aber das gleiche Bild. Das Bild wie wurde etwas verharmlost. Mhm. Und du solltest einmal sterben, weil sonst die Wellen nicht passen. Oh. Na gut, dann. Deswegen ist ja das Secret hier. Na gut, dann sterben wir einmal. No! Da war es wohl ein Stück zu langsam. Ich glaube, ich muss den Block auslösen. Ah, come on! Na, bitte. Also, dummes Timing hier, will der von mir. So, jetzt aber. Nein! So,
Stopp. Halt. Zurück. Vorwärts. Gut. Nein. Achso, doch. Da muss ich getroffen werden. Oder? War der Treffer vermeidbar? Wahrscheinlich ist der vermeidbar, blöderweise. Dann muss ich aber hier sogar warten, eine Runde. Ah, ja, ja, ja. I see, I see. Ja, bist ja doch noch selbst drauf gekommen. Ist vermeidbar. Wir müssen also wieder den Pilz ganz lange behalten. Ja, okay, hier muss aber jetzt weg. Nö. Stimmt, weil die, wenn das Wasser runter... Oh. Wenn das Wasser runtergeht, verlieren die ja ihre Fähigkeit. Die man auch Schwimmen nennt, aber... Na, ich meinte eher ihre Unverwundbarkeit, aber ja. Fähigkeit ist es nicht, aber ja. Die Fähigkeit zu schwimmen verleiht ihnen Unverwundbarkeit. Warum denn dann Mario nicht? Beziehungsweise eigentlich ja nicht mal Unverwundbarkeit, wow, sondern ja eigentlich nur Tödlichkeit. Unverwundbar sind sie ja nicht. Mit einer Feuerblume könntest du sie ja trotzdem grillen. Das ist wahr. Na, ich dumm. Ich muss da durchrutschen und dann da hoch. Ja, ich muss ihn immer noch behalten, ja klar. Und jetzt steigt das Wasser wieder, okay. Nein! Mach ich das? Ja, man kann auch auf dem Stein stollen. Gedacht wäre es anders. Ach, ich soll da bei den Fischen hin und her springen. Richtig. Ja, das ist vielleicht sogar besser, weil... Weil ich von dem Stein aus halt nicht so gut wieder wegkomme. Wenn da nicht so viel Platz ist gerade. Ja, viel breakst du dadurch nicht, also von daher. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt breake, weil ich, wie gesagt, nicht davon wegkomme jetzt wieder. Ah, never mind. Okay. Wenn du jetzt nicht so langsam wärst, dann... Hätte ich den Schlüssel bekommen. Das Level eventuell sogar abschließen. Scheibenhonig. Oh, das ist jetzt richtig schlecht. Der State ist jetzt richtig schlecht. Okay, das ist nicht gut. Ja, jetzt einen guten Rewind finden. Der ist gut. Der ist sogar sehr gut. Jo! Die lila Münze über dem Chuck heißt eigentlich, dass du da mit einem Spinjump drauf springen sollst. Dann ist das nicht ganz so knapp, aber du hast es ja trotzdem geschafft. Yay. Ah, stimmt, es ergibt Sinn. So, wir verlassen hier wieder die Welt und wandern weiter. Na, zum Mond, okay. Horror Vakui. Oder Vakui. Stimmt, das ist ein U. Das kenne ich doch auch schon. Glaube ich, oder? Das ist doch dieses Vakuum-Level. Das hast du mal bei HF gesehen, ja. Habe ich das nicht selber gespielt, nur gesehen? Okay. Kann auch sein. Ich muss hier Anlauf nehmen, safe. Hui! Und dann Spin-Jumpen. Hui! Ah, das geht ganz nah, okay. Hui! Deswegen Vakuum, weil das Feuer hat hier... Das juckt überhaupt nicht mehr die Schwerkraft. Eigentlich ist Vakui ja eher die Angst vor der Leere, aber... Wobei, nee, in Vakuum würde Feuer ja ausgehen. Ich rede scheiße. Wenn ich jetzt nicht völlig... Doch, ja, klar. Das sind ja diese typischen Versuche, wenn man so eine... so ein Dings hat und da so ein Streichholz reinhält und dann macht man Vakuum, dann ist ja das Streichholz, gibt's ja aus. Oh, wir haben gar kein Scrolling mehr. Sehr angenehm. Das war nicht so gut. Ich denke, der kommt nur einmal. Der kommt nur einmal. Vor allem, ja, wenn du ihn tötest.
anderen jetzt so. Nein, zu bald! Jetzt aber. Okay. So. Oh. Na. Also, ich stelle mich aber gerade schon wieder an. So, jetzt. Ja, nee, das ist mit Sicherheit noch nicht das Ziel. Komm mal her. Genau. Ach, Trottel. So. Nö! Fisch! Stopp! Ach, Mann. Jetzt aber. Jawohl. Oh, da hätte ich jetzt schneller. Wobei, das geht noch, glaube ich. Jawohl. Den muss ich. Den muss ich gleich losschicken. Warum sind hier Spinscher? Ah! Damit ich auf dem Stein spinschampe. Okay. Interesting. Oh. Langsam, aber sicher näherst du dich der Lösung. Ja, das wäre wahrscheinlich tatsächlich ohne nicht gegangen. Wenn ich da direkt runtergefallen wäre, wäre der Baseball wahrscheinlich noch nicht weit genug unten. Der eigentlich ein Football ist, ja, aber... Weiß ja nicht, wieso ich Baseball sage. Okay, aber na, du bist kein Sportlehrer. Das ist keine Begründung. Auch Nicht-Sportlehrer verwechseln das nicht. Ich will mal kurz was testen. Nee, lieber nicht. Und wenn dann nur ich so. Ich sehe einen Cut-Off. Hier? Das da oder was? Nein, im vorigen Raum. Oh. So, okay, der ist jetzt gesaved und ich will hier kurz was testen. Ob ich da... Oh nee, nicht so weit. Och Mist. Ja, egal. Ich will das jetzt testen. Die Zeit nehme ich mir. Nicht gut. Nicht gut. Ja, gut. Oh, komm her. Okay. Ach so, ich komme gar nicht, ich kann gar nicht abspringen. Und wenn du unten rechts mal schaust, die eine Ecke, die ist nicht ganz korrekt. Unten rechts. Also, beziehungsweise bei dem Block, den du mittig siehst. Ah, okay. Wäre mir nie aufgefallen. So. Gut. Also dann funktioniert das jedenfalls nicht, was ich testen wollte. Da kann ich jetzt aber nur den linken auslösen, ne? Den rechten. Mehr brauchst du auch gar nicht. Hui! Hui! Ja, du könntest auch zur Musik singen, wenn du willst. Nee. Muss nicht. Oh, ich sollte den Pilz. Schauen, ob ich sollte den Pilz mitnehmen. Ich wollte schon fragen, willst du schauen, ob du das Level breaken kannst oder willst du dir den Pilz nicht noch lieber holen? Nee, ich hatte gedacht, ich hab den. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich ein bisschen kleiner geworden bin. Oh, ich hätte das andersrum machen. Ich soll nicht da drauf spinjumpen, ich soll auf den Block spinjumpen. Also dann so und so. Sehr gut gemacht. Zack. Jo, da muss ich geduckt springen. Und schneller. Und doch nicht so schnell.
Okay. Vielleicht ein bisschen geschickter da reinspringen und dann könnte das gehen. Oh mein Gott. Oh. Hui. Den muss ich mitnehmen. Nee. Wait. Muss den auf jeden Fall mitnehmen. Ja, Moment. Ich muss also ich. Hm. Pro-Tipp wäre erst auf dem Goomba landen, dann auf der Plattform. Ja, die löst sich nur gleichzeitig aus, das ist das Problem. Okay, dann gar nicht. Aber ich kann hier auch nicht schneller. Also ich kann hier jetzt nicht Anlauf nehmen oder sowas. Ah, jetzt. Das war schlecht. Ich habe zu lange gewartet. Oder ich brauche den gar nicht mehr. Das wäre besser. Ich brauche ihn noch. Das ist schlecht. Okay. Oh, das ist jetzt ein sehr... Oh, wobei... Das könnte ein ganz knapper Save-State mal wieder sein. Ja, weiß nicht. Nee. Der dürfte nicht funktionieren. Okay, zurück. Ja, ich stand ja oft genug hier. Hui, hui, zack. Oh, ich habe wieder beides ausgelöst. Sag mal, wieso löse ich die denn mit aus? Lalalala. Ich sehe gerade, dass vorhin war gar kein Cut-Off. Ich habe nur nichts richtig gesehen, weil ich dich nur im Miniplayer anschaue. Ah. Also dann ist es ja... Ich doch mal das Bild größer machen. Dann ist es ja gut, dass ich gesagt habe, ich sehe da nichts. Weil dann war da ja gar nichts. Richtig. Und hat Discord das nur blöd dargestellt, weil die Ansicht zu klein war. Okay, böses Discord. Nein! Endlich kannst du Rache an den bösen Fischen. Will ich ja gar nicht. So. Nein! Wobei es über Bande spielen fand ich cool. Ach nee, der ist gestorben, weil der Block ausgelöst wurde an ihm. So. Ich bin so blöd, das gibt's doch nicht. Komm unten durch. Skillshot. Jawohl. Du hast eine neue Nachricht. Wo siehst du das? Das siehst du? Das sehe ich. Interessant. Ich da übertrag noch nur ZMZ. Ja, ich habe auch den Thunderbird gesehen. Faszinierend. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Das kann man wohl das sagen. Wait. Geh zurück. Hä? Okay, hier ist ja noch alles gut. Ja, richtig. Gut. Muss ich den aufhalten? Wahrscheinlich. Ach, ich muss den hier anstupsen. Ich will gar nicht. Ah, der will gar nicht. Ich will gar nicht, dass der Yoshi den isst jetzt. Yoshi ist da einfach nur. Was willst du mit Yoshi da unten denn machen? Ja, eben. Eben, eben. Yoshi ist hier der Fehler. Nicht. Ja, das ist nicht so gut. Ja, das auch nicht. Okay, einfach stur loswerfen. Passt am besten. Hui, oh Moment, das ist jetzt nicht so gut. Ja, du bist schon ein bisschen weit unten. Nee. Das könnte gerade so noch passen. Und geduckt abspringen. Ich glaube, ich muss das nochmal neu starten.
Ja, nee. Also wirklich schnell sein. Ich dachte, ich muss das irgendwie timen mit Feuer oder so, aber war Quatsch. Wenn die Statue Feuer schießen würde, dann hätte sie es schon längst getan. Stimmt. Okay. Nicht so okay. Was ist da unten? Das ist Ziel! Gibt's hier gar keinen Midway Point oder habe ich den verpasst? Den hast du eingesammelt. Meine ich. Wait, wo war denn hier ein Midway Point? Ach! Gut, der ist vielleicht nicht sichtbar, aber es ist ein zweiter Raum. Da die Röhre war Midway Point. Ich verstehe ihn jetzt nicht ganz. Ach so. Ja, aber so ist ja auch nicht richtig. Nee. Da kommst du schon von selbst. Ja, gecheckt. Auf. Easy. Übrigens möchte ich anmerken, man kann es auch retten, wenn man von der Bombe abspringt, indem man oben wieder landet und dann einfach mit normalem Sprung runterspringt. Ah ja, das ergibt Sinn. Ich mag das, wie man hier später durch die Welt nochmal durchläuft. Das ist also diese zusammenhängende Karte. Das ist ganz, ganz interessant. Ja, es wurden so halt 69 Level auf 6 Submaps verteilt. Irgendwie musste ich es hinkriegen. Die meisten Leute finden es eher verwirrend. Ich finde es gerade cool, weil es unüblich ist. Es ist halt unüblich, aber das macht es doch gerade cool. So, du hast nicht so diese eine Minimap, die du jetzt halt spielst, dann ist die Welt fertig und dann kommst du nie wieder zu dieser Minimap, sondern du läufst einfach alles so ein bisschen ab. Und du bekommst regelmäßig Abkürzungen zurück. Apropos zurück, du gehst es am besten zweimal nach oben, ein Stück nach links, wieder nach oben, nochmal nach links und wieder nach oben, damit wir nochmal das Secret in Aqua Arcana anschauen, denn ich glaube, das passt noch in den Part. Wir haben 32 Minuten, schaffen wir das noch? Okay. Das ist ganz am Anfang. Okay. Links. Der Route folgen. Aqua Arcana. In der nächsten wieder links abbiegen. Und der Route folgen. Guck mal, da war ich gerade schon. Ah. War das jetzt echt der kürzere Weg? Man kann sich streiten, welcher Weg am kürzesten ist. Weil wenn ich jetzt überlege, ich hätte so laufen können. Ja, okay, es wäre kürzer gewesen. Geh nochmal nach links. So. Geh nochmal nach links. Der ganz kurze Weg wäre gewesen, wenn du jetzt bei Mundus Cassus nach oben gehst. Weil dann hättest du... Oh, lol! Da stand ich gerade. Richtig. Oh, das wäre ja, das wäre ja, das wäre, das ist ja, ja. Also das ist ja wirklich insane kurz. Ja, wie gesagt, es gibt viele Abkürzungen hier, wenn du mal ganz durch bist mit dem Hack. Kennst deine eigenen Routen nicht. So, nein, Aqua Arcana, okay, let's go. Immerhin finde ich noch zum Ziel. Jetzt soll ich ein Secret zeigen? Es ist übrigens in den ersten, eigentlich direkt im ersten Screen versteckt. Da oben oder was? Also kommt mich da hoch irgendwie? Oder ist hier oben? Na, überleg mal. Ja, also ich denke nicht, dass ich da hochkomme. Ich gebe dir mal einen Tipp, es ist ganz ähnlich aufgebaut wie in Serra Hispana. Ja, also da war ich halt da oben, aber da müsste ich irgendwie da hochkommen. Oh, Shell. Nee. Ah, nee, ich komme nicht mehr zurück. Aua. Aua. Ah, kann ich hier runter? Nee.
Ja, also oben ist schon richtig. Aber wie komme ich da? Also soll ich den Goomba mitnehmen? Nee, an den Goomba komme ich ja noch nicht ran. Ach so. Ja. Hey! Er schließt das Level immer schneller ab. Ja, richtig. Oh, und man kriegt Federn. Ja, das ist der Starknum Arcanum aus den Feri, falls er dir nicht. Ja, ja, ne, das ist klar. Wenn das Level schon Aqua Arcana heißt, dann muss eine Anspielung hierauf natürlich erfolgen. Sehr gut. Okay, dann geht's nächstes Mal da weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss.